Servus Leute, gestern gab es eine große Panne bei BSG. Profildaten sind verloren gegangen, insbesondere von Spielern, die gestern Abend gespielt haben, inklusive mir. Die wurden unfreiwillig gewiped und das war nicht so geplant. Und was da genau passiert ist und meine Meinung dazu und die Folgen davon, alles in diesem Video. Viel Spaß! Wilde Sache gestern, ich war am Streamen und auf einmal kamen Leute im Chat und haben gesagt, ihr Account wurde resettet, es ist Vibe und sonst was. Und ich dachte, ach, ihr trollt mich doch, das stimmt doch niemals. Und es ist tatsächlich passiert. Accounts wurden resettet und das ungewollt. BSG hat im Hintergrund irgendwas gemacht, den Vibe vorbereitet und dadurch gab es Verlust bei den Profilen. Und es war dann so, man kam aus dem Raid und dann kam Profile Data 0 und man musste ja wieder Sprache auswählen und so weiter. Aber am besten zeige ich euch das einfach mal, wie das sich bei mir auf dem Stream dargestellt hat, dass wir wissen, worüber wir reden. Und danach zeige ich euch, wie da die Antwort von BSG drauf war. Von daher mal, ja, ich glaube, 3-4 Minuten, wie dieser Bug bei mir auf dem Stream aufgetreten ist. Mal schauen, ob es mich auch erwischt, ja. Du hast den Anfangs-Stash mit vielen Waffen aus der Versicherung. Endlich ist es bestätigt. Spaß. Irgendwas stimmt nicht, Leute. Das ist ein Fehler. Das ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich check mal kurz das Discord. Oh ja, Profile ist null. Okay. Neustart und Vibe. Backend Error. Also es ist auf jeden Fall nicht der Vibe, Leute. Es ist nicht der Vibe. Es ist Vibe, bei mir ist alles weg, okay. Uha. Ihr habt recht. Das gibt gleich ein Rollback, Leute. Sie testen irgendwas im Hintergrund. Wo sind die Patch Notes, ja? Leute, da passiert gar nichts. Herr Beteiliger, vielen Dank für das Follow bekommen. Es ist kein Vibe. What the fuck, Mann? Was habt ihr getan? Ja, Leute, die haben richtig was verkackt. Ja, nein, es ist kein Vibe. Es ist kein Vibe. Die haben was verkackt. Ich habe auch noch meine ganze Versicherung. Ich habe noch die Versicherung und sowas. Eieiei. Ich bin noch Level 71, aber ich habe noch, ne? Ich bin Level 71 mit 28 Millionen XP, aber ich habe noch keinen einzigen Raid gemacht. Vorhin war ich zwar, ja, ich habe irgendwie, ne? Das hat natürlich für Verwirrung gesorgt. Auf einmal ist der Account resettet und ja, jeder wartet auf Vibe und denkt, dann ist es Vibe und es dringt auch nicht sofort zu jedem durch. Und BSG hat dann geantwortet,
Hier steht, as a result of technical malfunction, there was a loss of part of the game profile data. It's not possible to restore profile data in short period of time. Also, technical malfunction, technische Schwierigkeiten, was das genau heißt, da können wir bloß spekulieren. Auf jeden Fall sind Profildaten verloren gegangen. Nicht alles, also mein Level ist ja auch noch irgendwie da, die Versicherungen sind noch da. Und ja, mal sehen, was noch so alles da ist. Aber auf jeden Fall, mein Account ist resettet zum großen Teil und ist wieder, ja, mit Startgear und so weiter. Das war auf jeden Fall nicht geplant und hier steht auch, it is not possible to restore profiles in a short period of time. Ich lese hier raus, sie haben Backups, aber es würde eine ganze Weile dauern, die wieder aufzuspielen und irgendwie deute ich da rein, es lohnt sich nicht, das noch vorm Wipe zu machen. Ja, aber auf jeden Fall lese ich hier raus, sie haben Backups, es ist nicht so, dass es einfach so gelöscht wurde, aber es wäre, ich kann mir vorstellen, dass es eine Riesenarbeit ist, das jetzt da alles wieder einzupflegen und die kaputten Profile da rauszusortieren und sonst was. Ich möchte gerade kein Coder bei BSG sein. Das ist, ne, und ich kann es mir bloß irgendwie so ein bisschen laienhaft ausmalen, wie sich das wirklich darstellt und was da passiert sein könnte. Von daher will ich da gar nicht zu viel spekulieren. Und dann, all players whose profile have been affected will receive proportional in-game compensation in a short period of time. Achievements and in-game stats were not lost due to a technical issue. Das Wichtigste, Achievements sind noch da, die sind nicht weg. Das ist schon mal sehr gut, weil letzten Endes, ja, wir sind jetzt kurz vorm Vibe, dann ist es halt weg. Ein, zwei Wochen noch so spielen, kann ich mit leben. Wäre das jetzt während des Vibes passiert, wäre das eine ganz großer Mist. Sagen wir es mal so, sagen wir es mal family friendly. Und ansonsten, die Kompensation wurde dann auch rausgeschickt. Das war gestern schon. The in-game compensation has been sent to all players whose in-game profits have been lost due to technical malfunction. Und wie diese Kompensation aussieht, das schauen wir uns jetzt mal direkt in-game an. So sieht jetzt leider mein Stash aus. Ja, einfach frisch mit Starter-Gear von der Unheard Edition. Aber ihr seht, ne, es ist nicht alles normal. Ich bin immer noch Level 71. Ich habe einen Raid. Okay, interessant. Den habe ich survived. Das war gestern noch nicht da. Ja, 13 Stunden, Level 71. Dann ansonsten bei den Tradern. Die Trader sind noch auf Max. Hier, Rev ist noch nicht freigeschaltet, aber die Reputation ist auch noch da. Hier sind sogar noch meine Daily Tasks von gestern, die ich erledigt habe, die ich noch nicht abgegeben habe, sind noch offen. Ansonsten im Flea Market habe ich noch meine Reputation, meine Offers. Das Interessante ist, ich kriege auch hier, ne, also hier vom Flea Market Verkäufe kriege ich noch was zurück. Hier ist noch eine Yellow, die ich gestern auch verkauft habe. Gut, dass ich das noch nicht eingesammelt habe. Und ansonsten, ja, interessanterweise meine Versicherungen. Meine Versicherungen sind auch noch da. Von denen kann ich dann auch noch ein bisschen zehren. Also es ist nicht komplett resettet, es ist noch einiges da. Und es gibt jetzt Kompensation. Und die kommt hier vom System und die schauen wir uns mal an. Da kommt ein großes Paket, da kommen ein Haufen Changes und man kriegt hier Verkaufsstatus und dies, das, Generator, hier Trader-Steal, Trader werden unlocked, hier das Hideout wird geupgradet. Genau, Hideout schauen wir nochmal kurz rein, bevor wir da irgendwas machen. Also das Hideout ist, glaube ich, auch auf 0. Ich habe da noch, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Ich habe mir bloß die anderen Sachen ein bisschen angeschaut. Na komm, dürfte eigentlich hier die Meldung kommen. Ja, Hideout ist komplett auf 0. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir dieses Package annehmen. Und zwar, hier gibt es einmal hier diese ganzen Sachen. Das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Also, Apply All, zack. Und ja, ist alles gelevelt. Also, so wie es aussieht, kriegt man alle möglichen Skills auf 45. Und jetzt muss ich erstmal kurz OK drücken und schauen wir mal kurz hier in die Skills rein. Also Endurance Elite, dies, das und alle Skills hier auf 45, Immunity auch. Holy moly, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und Stärke und Endurance Elite, Health, Metabolism, die typischen Perception auch. Interessant. Das war, so hoch war ich davor gar nicht. Und dann schauen wir nochmal hier, was das andere ist. Das sind, glaube ich, 1 Million Rubel. Dann die Red Key Cards, ein paar Dinger Keys, der DSPT. Nehmen wir mal alles an, zack. Und es, oha. Ja, es sind genau 1 Million Rubel und alles andere. Und was mich wirklich ein bisschen stört, ist halt, meine ganze Stash-Ordnung ist dahin. Und meine Thick-Item-Cases sind weg. Ich habe kein einziges Thick-Item-Case und es wird jetzt auch extrem teuer sein, da welche zu kaufen. Und ich werde heute einen Tag ein bisschen damit verbringen, meinen Stash zu ordnen. Oder ja, ja, das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein bisschen was zu tun. Hier bei Rev habe ich auch eine Quest fertig. Die ist Gott sei Dank auch noch da. Also Arena hat gestern noch funktioniert. Ich habe Arena gestern gespielt und die Verbindung da scheint auch noch zu funktionieren. Und ja, ich darf mir jetzt hier mit dem Standard-Account dann Gedanken machen,
Aber das wird schon funktionieren für die nächsten ein, zwei Wochen und dann ist eh der Vibe. Und ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr betroffen seid. Also ich habe mitbekommen, dass hauptsächlich oder fast nur Spieler betroffen sind, die gestern Abend gespielt haben und währenddessen online waren. Und alle anderen waren irgendwie nicht betroffen oder dass es auch teilweise wiederhergestellt wurde. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Comments schreiben, was ihr darüber denkt. Und ansonsten, ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Ein Kommentar, wie gesagt, Daumen nach oben. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch hier mit meinem Standard-Account heute ab 16:30 Uhr. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting days to get up.